Ah, Tim, komm rein. Ja, setz dich. So, förmlich? Nun, ja. Das ist jetzt etwas seltsam für mich. Denn ich hatte dieses Gespräch auch mit meinem Vater, als ich 21 wurde. Und danach war mein Leben nicht mehr, wie es vorher war. Und deswegen bin ich etwas nervös. Okay. Klingt ja sehr geheimnisvoll, also nur zu. Gut. Tim, mein lieber Sohn, es ist schlicht und einfach so, dass die Männer in dieser Familie schon immer die Fähigkeit besaßen durch... Das klingt jetzt etwas merkwürdig. Mach dich auf Seltsames gefasst. Es wird ein bisschen unheimlich, okay? Es gibt da ein Familiengeheimnis. Und das ist folgendes. Die Männer in unserer Familie können... durch die Zeit reisen. Genauer gesagt, wir können in der Zeit zurückreisen. Wir können nicht in die Zukunft reisen. Das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Nein, das ist es ganz sicher nicht. Du sagst also, dass du und Großvater und seine Brüder, dass ihr alle in der Zeit zurückreisen konntet? Genau das, ja. Und du tust das noch? Selbstverständlich. Es ist nicht so dramatisch, wie es sich anhört. Es geht nur im eigenen Leben. Ich kann nur dahin zurück, wo ich gewesen bin und woran ich mich erinnere. Ich kann weder Hitler töten noch die schöne Helena vögeln, bedauerlicherweise. Na gut, warte. Wenn das wahr ist, was es nicht ist. Oh, doch, ist es. Was es natürlich nicht ist. Aber wenn es wahr wäre, was es nicht ist. Doch, ist es. Ist es nicht, aber wenn es das wäre, wie könnte ich dann... Nun, das Wie ist im Grunde ganz einfach. Du gehst irgendwo hin, wo es dunkel ist. Große Schränke eignen sich gut. Zur Not auch eine Toilette. Dann ballst du deine Fäuste, so, denkst an den Moment, der es sein soll, und dann bist du auch schon dort. Nach ein bisschen Geholper und Gepolter und Gerappel. Wow.